Wie übersetzt man Hautkontakt und Berührung in akustische Töne? Genau damit experimentiert das Salzburger Künstlerduo Fischbacher Schibella. Und was dabei rauskommt? Gänsehaut. So klingt trockene Fischhaut. Sie zu streicheln kann Gänsehaut erzeugen. Die Fischhaut hat eine sehr interessante Oberfläche, fühlt sich an wie Haut, nämlich ganz weich. Es geht um dieses Fühlen und Anfassen und das ist ganz, ganz wichtig in unserer Arbeit. Für die Künstlerin entfaltet sich in der Vergrößerung ein Universum aus Struktur und Textur. Gemeinsam mit Mario Schibella erforscht sie, wie taktile und haptische Erfahrungen in Klang transformiert und Berührungen hörbar gemacht werden. Mit digitaler Sensorik unter der Oberfläche. Bei dem ist es so, dass wir Delays drauflegen und Loops machen, sodass man ein bisschen einen spielerischen Klang kriegt am Schluss. Es rauscht ganz sanft. Es ist nicht so, dass man da mit den Fingernägeln großartig stecken bleibt und es knackst, sondern es hat eher so einen weicheren Fluss. Das Duo arbeitet in Salzburg. Gertrud Fischbacher im Bereich Textilgestaltung am Mozarteum. Mario Schibella als Klangforscher an der Fachhochschule. Für ihr interdisziplinäres Forschungsprojekt Nexus von Textil und Sound werden sie vom österreichischen Wissenschaftsfonds hochdotiert gefördert. Künstlerische Grundlagenforschung. Die ungewöhnliche Idee kam ihnen bei einem Spaziergang im Ski-Anorak. Ja. Und die Anoraks, wenn man dann geht und die Arme an der Jacke wetzen oder sich reiben, dann gibt es so eigenartige Quietschgeräusche. Also Textil macht Sound. Und außerdem ist das Textil das Material, das man direkt auf der Haut trägt. Man spricht von der zweiten Haut, wenn man von Textilien spricht. In diesem Objekt verbinden sich textile Klangeigenschaften zu einem Kunstwerk im Raum. Es geht darum, interaktive Erlebnisse zu schaffen. Wir beschäftigen uns unter anderem mit Korrelationen zwischen Textil und Sound. Und ein Thema, das in beiden Disziplinen vorkommt, ist der Loop. In der Musik kommt er vor als Refrain, im Textilen kommt er vor als Wiederholung. Und wir haben so eine textile Technik, Grundtechnik, ist dieses Wickeln, Aufwickeln. Und so sind wir, als wir das Material gefunden haben, draufgekommen, eine Wickelskulptur zu erstellen, die dann so im Raum als Objekt schwebt. Normalerweise verwenden wir synthetische Klänge, aber in dem Fall ist es sehr spannend gewesen, mit dem akustischen Material zu arbeiten. Und die erste Assoziation war irgendwie Wolke. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn man es angreift, macht es halt das Gewitter und den Donner. Und der Sound wird wirklich nur von einem einzelnen Kontaktmikrofon übernommen. Die Objekte sprechen Tast- und Hörsinn zugleich an, verschmelzen Taktiles mit Akustischem und übersetzen es ins Visuelle. Aus künstlerischer Sicht wird es dann interessant, wenn ich auf einmal eine gewisse Poetik dahinter sehe. In diesem Sinn, die Geräusche zu verstehen, das ist das, was wir versuchen in dem Forschungsprojekt. Ihre Textil-Soundskulpturen wurden bereits mehrfach ausgestellt. In dieser Richtung arbeiten sie weiter, vernetzen sich, stellen ihre Forschungsergebnisse auf internationalen Symposien vor, finden Resonanz in der Kunstszene. Dabei ist ihnen wichtig, dass wir natürlich sehr, sehr gerne in Galerien ausstellen, aber auch mit unserer Forschung aus der Galerie rausgehen wollen in andere Bereiche. Und da würde sich die Bühne anbieten. Wir lernen viel von anderen Künstlerinnen. Und umgekehrt entsteht, glaube ich, im Austausch auch etwas, was Sie mitnehmen können. Noch bis 2025 wird Ihr Forschungsprojekt gefördert, um mit interaktiven Kunstobjekten aus Textil und Sound kreative Ausdrucksmöglichkeiten erproben zu können, die zu einer neuen Sichtweise auf unsere Welt einladen. Und das war's, ganz hautnah bei Twist. Nächste Woche begrüßt hier Romy Straßenburg von der Leipziger Buchmesse.